Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh, Majoran, gib mir Kraft. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ach, was denn für Arbeit? Arbeit beim Denkmal Reginald Dobrys. Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Worum geht es? Sag's einfach. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir. Okay. Hier ist es. Unser ganzer Stolz. Reginald Dobry. Ein Gigant unter den Liebhabern. Ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen? Die Kronjuwelen sind weg. Ja. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Wer hat sich denn bitte die Steinkronjuwelen dieses Herren gemopst? Reginald. Erzähl mir was über ihn. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclair entworfen. Beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Okay. Hast du jemand im Verdacht? Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Okay, vielleicht liegt er irgendwo in einer Vitrine. Naja. Wann sind sie denn verschwunden? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Okay, dann schaue ich mich mal um, ob ich irgendwelche Hinweise finde, wer den Eierraub durchgeführt hat. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Alles wieder gut. Okay. Eigentlich wollte ich mich mit Regis treffen. Und was mache ich stattdessen? Ich untersuche eine Statue ohne Eier. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Moment mal, was liegt denn da? Ein trockener Blutfleck. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Hat sich vielleicht jemand geschnitten? Gibt's noch mehr Blutflecken? Ist vielleicht ein Blutfleck nach unten getropft? Keine Chance. Doch. Tatsächlich. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Ein Parfum, also war es eine Frau. Moment, was ist das? Das ist doch die Sägeblatt.
Das Tatwerkzeug. Also gut. Wir folgen aber jetzt dem Geruch. Es wird alle. Also hat sich eine Frau die Kronjuwelen geholt, um sie sich in ihr Regal viel zu stellen. Glück bei der Jagd, Hexer. Danke, holde Maid. Ah! Ups, Entschuldigung. Verdammt. Hier endet der Geruch. Moment. Nein, doch nicht. Er wird schwächer auf jeden Fall. Aha. In diese Richtung. Wein ist Sonnenlicht in Flaschen. Man erzählt viel über dich, Hexer. Der Recke der Herzogin. Sogar Märchenreiche wie Toussaint haben ihre dunklen Geheimnisse. Ja, sehe ich auch so. Verdammt. Der Schein kann trügen, Hexer. Ja, kann er das? Okay. Ich bin aber gerade auf der Jagd. Verdammt, schon wieder den Geruch verloren. Oh. Entschuldigung. Mein Gott. Dieses Haus. Der Geruch hat mich hier reingeführt. Hallo? Abgeschlossen. Was ist das für ein Haus hier? Ein Privathaus? Oder führt mich der Geruch doch die Treppen nach oben? Keine Sorge. Hier ist die Luft so gut, dass man nie einen Kater kriegt. Moment. Nein. Diese ich habe mich täuschen lassen. Windel es geht hier weiter. Turner, soll das hoch oder runter? Was haben wir denn hier? Ne Parfümerie. Hier scheine ich richtig zu sein. Hallo? Irgendwo. Das nehme ich mal mit. Hallo? Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Wie läuft der Laden? Wie läuft das Geschäft? Ah, die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen. Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anarietta gerade für ein Parfüm verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Eigentlich möchte ich nichts. Ich muss los. Ich muss los. Bis nächstes Mal. Die Parfümerie hat mich wahrscheinlich nur abgelenkt. Der Duft geht doch weiter. Irgendwo. Ja, tatsächlich, er geht weiter nach oben. Hast das Biest du gesehen? Schnell zum Kommandanten gehen. Okay. Der Geruch führt zu dieser Tür. Was zur Hölle? Entschuldigung? Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Ach so. Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Dein Tonfall gefällt mir nicht. Ich will nur reden. Wir schüchtern ihn erstmal ein. Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben.
Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Ich bin kein Idiot. Ein Held also. Nein, ich bin kein Idiot. Du hast das Ding und hast das bei der Tussi da gerade benutzt. 100 Pro! Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut. Das ist schon klar. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Geh nach Hause. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Sehr gut. Und jetzt zu den Hoden. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Was? Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Nein. Ich muss sie mitnehmen. Ich kann sie dir leihen. Nein, du hast genug Spaß gehabt. Ganze 3 Mal heute. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber... wenn du sie mir noch lässt, nur 1, 2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Oh Mann. Quest gelöst. Okay, dann bringen wir mal die Eier wieder zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer. Und dann kann auch wieder die Ausstellung. Und wieder einmal haben wir Toussaint einen Gefallen getan. Und hier ist auch sogar ein Anschlagsbrett. Ah, es gibt so viel hier zu tun. Der Hexer sieht ja gut aus. Danke. Bist du gesehen? Schnell zum Kommandanten gehen. Ja, du wiederholst dich. Wow, ein fliegendes Schwert. Ja, da würde ich mich auch erschrecken. So. Ach.
Ach, wir geben sie den Ausstellungsbesitzer. Bitteschön. Die Eier sind zurück. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie. Wahrhaftig. Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginal kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Okay. Ich hätte sie jetzt mal gerne gesehen. Irgendwie sind sie noch nicht dran. Ah, jetzt macht er sie ran. Mit einem Hammer? Dein Ernst? Okay. So wie es aussieht, hammert er wieder seinen Schniedel an ihn ran. Und jetzt haut er sich sogar auf den Finger. Na gut. Okay. Das dauert wahrscheinlich eine Weile, bis er den wieder rangenagelt hat. Und dann schauen wir uns noch da oben das Anschlagsbrett an. Und dann schauen wir mal, was es noch zu tun gibt. Wieder in Tucson. So, was haben wir denn da? Bewaffnete Eskorte gesucht. Warnung vor dem Biest. Ah, okay. Beißende Totenbolde. Fahrende Ritter. Aufgepasst. Gute Zinsen in der Kiste. Okay. Laxelavi. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Allerdings könnte sich das lohnen. Schauen wir mal. Wir suchen Bewaffnete. Jemand sucht eine Eskorte. Das mache ich nicht oft, aber vielleicht lohnt es sich. Ja, vielleicht lohnt es sich. Die Eskorte, wo sind denn die Leute hier? Eigentlich, oh, die Eskorte ist gleich hier. Da, wo der See eigentlich ist. Eigentlich wollte ich jetzt eigentlich losreiten und mal quasi zu diesem See reiten, weil ist ja noch immer... Oh, diese... Da gibt's noch einen Hexerauftrag. Großwildjäger. Haben wir auch noch nicht gemacht. Boah, es gibt so viel. Es ist so viel. Da ist die Auktion. Was haben wir denn hier? Haben wir noch... Gesänge eines Herzensritters. Suche im Zelt. Wo genau ist der? Der ist noch... Der ist da oben. Da oben ist Corvo... Das Corvo-Weingut ist da oben. Das ist unser Zuhause ab jetzt. Und hier haben wir einen versteckten Schatz, den ich noch immer nicht geholt habe. Den können wir uns jetzt gleich mal holen. Und dann würde ich sagen, oder reiten wir erst jetzt hoch wieder zu unserem Gelände. Oder machen wir eine Schnellreise? Sogar hier beim Turniergelände? Nee. Wollte schon sagen, einmal auf meinem Weingut ist ein Rüstungsschmied, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es gibt so viel zu tun und ich weiß gar nicht, was ich als erstes tun soll. Aber ich würde halt erstmal so die niedrigen Level abklappern. Ein schönes Zuhause. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe erstmal nach Hause. Genau. Per Schnellreise. Das wird das Beste sein. Dann geht's auf zu unserem Weingut. So. Bianco. Ist es vielleicht Bianco? Corvo Bianco. Das ist auf jeden Fall schön hier. So, dann... Wir haben ja... Dieses Weingut gehört jetzt uns. Checken wir mal ab, was wir hier jetzt machen können. Ah. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly
und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Okay, dieser Ort. Erzähl mir mehr darüber. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er. Monsieur Boulius. Okay, zeigst du mir das Weingut? Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr. Dein Gut in all seiner Pracht. Wow. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Was? Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Ich habe also auch Bedienstete? Denen soll es auf jeden Fall an nichts mangeln. Mit dem möchte ich Trauben treten. Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ein Hexer könnten wir hier immer brauchen, rund um die Uhr. Wissen die Leute überhaupt, dass ich... Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carbonere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren.
Ja, so schließe ich dein Bein. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Was? Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Ah ja. Was für eine ulkige Geschichte. Monsieur Beaulieus' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Gut. Das wird dann wohl mein Kräutergarten. Na dann, schauen wir uns mal hier um. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Mann, was für ein riesiges Weingut jetzt Geralt hat. Was wir da alles machen können, sicherlich. Noch? Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Sie will ganz sicher keinen Hexer heiraten. Ach stimmt, ich wollte noch Plätze neu umkleiden. Da ist sie ja. Ich hab noch was zu tun, bevor es dunkel wird. Na, Plätze? Dann kleiden wir dich mal gleich um. Warum nicht? Wo ist das Zeug? Das muss doch hier sein. Ah. Das und das. Und den neuen Sattel. Sehr schön. Das alte Zeug verkaufen wir dann. Schick siehst du aus, Plötze. Wunderschön. Okay, gehen wir weiter. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Gut. Und das ist der Weinkeller. Da habe ich die Wurzel getötet. Voilà. Unter Monsieur Bullius wurde hier Wein gelagert. Aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die... Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Okay. Und das Haus, das sieht aber auch ganz schön baufällig aus. Das soll mein Haus sein? Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Was das wohl kosten wird. Schauen wir uns mal drinnen um. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet.
Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Okay, schauen wir mal, was können wir renovieren und wie teuer ist das? Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Naja, auf jeden Fall am Haus. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Na, das hört sich ja gut an. 5000? Ja, alles klar. Für 5000 mache ich das mal. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt am Weingut mache. Später kommt dann nach und nach das andere Zeug. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Das Gelände, was wird das kosten? Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ja. Das besprechen wir später. Was kostet denn das? Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompaillis hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Was wird der kosten? 1000? Wir sollten noch warten. Weißt du was? Es ist vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt dafür. Ich muss erst noch mal drüber schlafen. Ja, okay. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, Herr. Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. So, okay. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen.